hier? Habe ich hier nicht fast angefangen? So, jetzt würde ich, wenn mich die Harpie lässt, mal hier meditieren, damit meine Katze weggeht. So, was haben wir denn gerade? Abenddämmerung. Hat das funktioniert? Nein, das hat nicht funktioniert. Der Pfeil zeigt doch an, dass wir gerade Abenddämmerung haben. Muss doch irgendwie funktionieren. Okay, jetzt. Gut. Und dann, typisch Frau, entscheiden wir nach dem Äußeren. Nein, bitte glaubt es nicht. Aber jetzt bei den, bei Hosen, die halt gleich, fast gleichwertig sind, dann gucke ich doch, wie es aussieht. Naja, ne, das ist ein Wahnsinnsunterschied. Hier haben wir jetzt halt verschiedene Beinfarben. Und das ist noch irgendwie kariert. So krass anders ist das nicht, ne? Das ist eigentlich mehr wert. Komm, es ist eigentlich mehr wert. Also ich hoffe mal, dass ich hier Giftresistenz und das andere nicht so brauche. Ich lasse das jetzt mal. Das Neue. Hier muss ich doch eigentlich schon gewesen sein, oder? Oder? Hast du auch das richtige Schwert? Ja. So. Haben wir das mal kurz erledigt? Das Ding ist nämlich, so ungefähr bis zu dem Golem, also das erste Mal, wo ich hier wegen den Siegeln beim Golem angelangt war, dachte ich, dass wenn immer Geralt das Schwert rauszieht, er das richtige Schwert, also hier bei Monstern, das Silberschwert zieht, logischerweise. Weil manchmal zieht er ja auch einfach das Schwert, indem ich hier meine Fähigkeit, mein Zeichen wirke. Aber nein, dann zieht er halt manchmal vor einem Monster das Stahlschwert raus. Und dann habe ich logischerweise nicht sehr gut gekämpft, weil das die Monster nicht so wirklich interessiert mit dem Stahl, ne? Da habe ich bisher immer nicht so drauf geachtet. Ich bin einfach davon ausgegangen, dass ich Geralt vertrauen kann. In dem, was er für ein Schwert wählt. Aber nein. Da müssen wir selber drauf achten. So, warte mal. Gehe ich hier lang? Oder da? Hier komme ich wieder im Prinzip wieder bei den Gargoyles an, die ich deaktiviert habe. Aber ich würde halt gerne mal gucken. Ich kann ja hier wieder. Ja, genau. Okay. Nein. Ich kann nicht wieder. Ich wollte doch nur gucken. Lass mich hier runter. Es ist nicht zu fassen. Warte. Springen. Ja, dann sind wir wieder hier. Das ist sehr schön, da freue ich mich. Und zumindest haben wir jetzt die
die Krabbspinnen erledigt draußen und die Höhle. Ich hätte halt gerne noch gewusst, wohin der Weg dann nach oben geführt hat. Aber dann müsste ich jetzt wieder einen riesigen Weg laufen, um dahin zu kommen. Und wir speichern wieder, damit nicht alles umsonst war. Da war ich schon 1000 Mal. Hier natürlich auch, aber... Genau. Hier habe ich die ersten erledigt. Da ist mein Freund. Ist da hinten eine Truhe? Nee. Okay. So. Und dann kämpfen wir zum 100. Mal mit den Harpchen. Obwohl, wir können auch einfach weiterlaufen. Hier geht es eh nicht lang. Das ist nicht so wichtig, wirklich. Ich habe die ja schon 1000 Mal erledigt. Eben waren es 100 Mal, jetzt sind es schon 1000 Mal. Ich verbessere mich. Halt, bevor wir noch einen Freund bekommen, der sich daran anstößt, dass wir unser Schwert draußen haben. Langeweile in Reinform, wie immer. Was sucht denn ihr? Sei gegrüßt. Halt, warte mal, was war denn das? Aha. Ist immer gut, glaube ich, für Schwalbe. So, und dann weiß ich zumindest, dass hier der eine Würfelspieler ist. Ich glaube mal, das ist der da. Der hier? Oder? Ich beschwöre. Zumindest würfelt der. Schau aber mal wieder rein. Aber an Ortan erinnere ich mich nicht. Nein, falsch. Pokergesicht. Bla bla bla. Der unglaubliche Lockhart. Verscheucht eure schwarze Katze! Wo ist denn der nochmal? Die Fledermaus! Der war auch die Eule, hier. Die Ratte. Ich kenne dich noch aus Tanet. Das ist eindeutig du ein Überfall. Du bist es nicht? König Raduvit wird davon erfahren. Raduvit hat sie doch geschickt, du Armleuchter. Sowas tut man aber steht nicht. Steht immer nur so kurz reiß da. Reiß dich zusammen! Ich bin auf der Suche nach dem unglaublichen Lockhart. Du bist der Bras. Obwohl, mit dir können wir vielleicht auch mal sprechen wieder. Ja, hier. Ich habe das Manuskript gefunden. Interessant. Es ist mit Hilfe uralter Magie versiegelt. So sichert man nur sehr wertvolle Dinge. In der Tat. Weißt du, wie man es entsperrt? Die nötigen Ingredienzien werden aus den Körpern bestimmter Monster gewonnen, die es hier leider nicht gibt. Ach, echt? Pheromone der Königin der Endriagen, das Blut eines Neckers und das Hirn einer Gralle. Statt des Harpyeneises wird auch die Zunge eines Moderhäuters. Danke. Ich komme zurück, wenn ich alles beisammen habe. Mhm. Hab ich schon 4 von 4? Bring Bras von Banat die Zutaten für die Aufhebung des Zaubers. Und da seht ihr, es lohnt sich immer möglichst alles aufzusammeln, bis man nichts mehr tragen kann. In den Ruinen von Lokmuinen fand Geralt ein Manuskript in einer merkwürdigen Sprache. Er verstand kein Wort und beschloss, einen Fachmann heranzuziehen. Der Fachmann war der Zauberer Bras von Banat mit seiner Leidenschaft für Antiquitäten. Er stellte fest, dass das Buch mit einem Zauber verschlüsselt war, den man allerdings aufheben konnte. Dazu waren einige Zutaten erforderlich. Pheromone einer Endriagenkönigin, Neckarblut, das Hirn einer Gralle, ein seltenes Vieh, naja, wir haben es schon ein paar Mal gesehen, und ein Harpyenei oder als günstige Variante die Zunge einer Moderhaut. Bitte was? Also Harpyen habe ich viel öfter getroffen.
Dem Hexer blieb nichts übrig, als die Bestandteile zusammenzusuchen. Und das haben wir. Ist ja schön. Ich habe alles. Nicht möglich. Gib her. Es müssen unbedingt die Anteile stimmen. Geschafft. Mal sehen, was drin steht. Oh Götter! Was hast du gefunden? Eine Anleitung zum Schmieden des legendären Schwerts Kerme. Sie ist dein. Du hast sie dir verdient, Hexer. Es wäre mir eine Ehre, das Schwert zu schmieden. Danke. Mach's gut. Gerne, gerne. Wenn ich jemals das Geld dafür zusammen habe, ich habe 762. Ich habe noch lange nicht so viel dabei, um überhaupt die Rüstung zu machen. Wir gucken nochmal. Vranrüstung. Bitte was? Da. Da hatte ich halt alle Zutaten. Ach, hier sieht man nicht, wie viel das kostet. Kerme 50 bis 58. Das ist natürlich richtig geil. Meine Güte. Das brauche ich unbedingt. Eisenerz habe ich ja da in der Höhle zu Genüge gefunden. Und nur Harpienfedern? Also das geht ja. Okay, einfach mal wissen, wie viel das kostet. Kerme. 250 nur? Ernsthaft? Das richtig geile Schwert kostet nur 250? Und ich habe das Eisenerz weggeworfen. Und. Dann zeige ich euch mal hier die Vranrüstung. Jetzt bin ich wieder vorbei. Reda. Warum? Ich schwöre euch, da stand 2000. Ja, 2000, sag ich doch. 2000 und das Schwert nur 250. Also wenn das so ist, sorry Leute, aber da muss ich doch nochmal in die Höhle. Da muss ich nochmal in die Höhle, weil das. Also, so ein Hallo, das ist mal eben... Ja, wie komme ich zurück? Verlasst die Königshilfe! Wo war denn Hört die Tür? Auf, Gift in die Ohren der Herrscher zu träufeln! Noch Gehen ist es nicht zu spät für Reue! Oh, ich... Und ich komme hier einfach nicht zurecht. Das ist ja der Wahnsinn. Wo ging das denn hier lang? Ich will das Schwert! Ich will das Schwert! Achso, es ging ja wieder nur durch die Harpien. Es ist ja echt ätzend. Hier irgendwie geht's nur diesen einen übelst langen Weg von... Wo sind wir? Von hier rum und dann da lang. Man kann nicht hier einfach quer gehen. Schon ein bisschen gemein. Aber ich will das Schwert. Erst mal, dass ich Eisenerz brauche. Verfluchte Biester. Ja genau, verpisst euch, verpisst euch. Ich will hier einfach nur durch. Packe ich mein Schwert wieder weg. Warte mal, habt ihr vielleicht Eisenerz? Nicht zufällig, nee. Ich habe schon alles geklaut in der Stadt. Ich gehe mal hier durch, um meinen Kumpel ein bisschen zu umgehen. Ist jetzt natürlich so ein bisschen ungünstig, dass ich hier dieses Backtracking mache, so hin und her laufen.
Aber ich wusste ja vorher nicht, dass ich dieses schwere Eisenerz endlich mal brauche. Und dass das Schwert so wenig kostet. Da kommt doch keiner drauf. Sind die Krabbspinnen jetzt wieder da? Das wäre geil. Warte mal. Hier. So, gegen die Endriagen habe ich ja nichts. Das ist ja jetzt nicht. So, jetzt muss ich aufpassen. Wir wollen Eisenerz. Das, was ich weggeworfen habe, das ist dann leider meistens tatsächlich weg. Der hat immer noch Ohrens. Warum? Hä? Geil. Ich glaube, ich habe schon genug, oder? Kerne. Yes. Oh, geil. Geil, 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 geil. Sollte es wirklich möglich sein? Habe ich mich da wirklich nicht verguckt, dass das jetzt echt so günstig ist? Das ist jetzt echt kein Scherz. Ey, wenn das mir nicht einen Vorteil verschafft, dann weiß ich auch nicht. Ihr wisst, ich muss immer speichern. Ich weiß nie, wann der Bug... Doch, ich weiß, wann der Bug wieder zuschlägt. Auf jeden Fall, wenn ich falsch gehe. Nein. Wenn ich bei dem was gekauft habe oder jetzt halt eben das Schwert machen lassen habe. Dann kann ich davon ausgehen, dass das Spiel eventuell wieder abstürzt. Aber ja, so ist das. Das Problem habe ich eben. Wir sagen den Harpchen Hallo und Tschüss. Mehr hat eure Mutter nicht geboren. Wir brauchen gerade eure Federn nicht. Es ist sehr nett gemeint von euch. Aber ich habe erstmal genug. Sag mal, wo ist denn der unheimliche Lockhart? Oder der ungewöhnliche... Was war es nochmal? Der fabelhafte? Keine Ahnung. Der Unglaubliche. Wir sprechen gleich mit dir. Ich kenne dich noch aus Tanet. So. Geil! Da freue ich mich ja ein wenig. 50 bis 58. Wie krass ist das denn? Und vorher nur 28 bis 36. Zieht euch das rein. Chance auf sofortige Tötung des Gegners. Oh, wie geil. Wie geil. Stahlschwert ist das. Ja, so. Und da ist natürlich auch egal, wie das aussieht. Und jetzt klatschen wir dann noch ein bisschen Aufwertung drauf. Das geht nicht, warte. Eine Rune. Schaden ist immer sehr gut, würde ich sagen. Darum geht es uns letztendlich. Rune des Mondes. Bonus zum Zeichenschaden. Da weiß ich halt nicht, ob das beim Stahlschwert was bringt. Obwohl, warum nicht? Zeichen können wir ja immer anwenden. So. Und ich habe halt gerade keine anderen Runen, also nehme ich das. Und jetzt hat es mal eben noch einen Wert von 52 bis 61, ein Schadenwert. Ja, das ist geil.
Und jetzt warte ich auf das Abstürzen meines Spieles. Jetzt muss ich nochmal gucken, ob wir nicht doch hier noch irgendwo weiterkommen. Nee, warte mal. Wo ist der unglaubliche Lockhart? Ich habe Lust auf ein Würfelspiel. Spielen wir? Mhm. Würfel behalten. Zwei Dreien, das ist nicht so krass. Der hat gleich mal einen Vierer. Yeah. Okay, verloren. Ist egal, wir machen es nochmal. Der unglaubliche Lockhart ist unbesiegbar. Ja, ja. Ich habe Lust auf ein Würfelspiel. Spielen wir? Weißt du, letztendlich ist es doch nur Glückssache. Drei, drei, fünf, fünf. Oh, warte mal. Drei, 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 fünf, fünf, fünf. Fünf, fünf. Ein Full House haben wir und er hat ein Einserpaar. Ich weiß halt nicht, sollen wir es dabei belassen? Weil sobald er einen Vierer kriegt, ist es mehr wert. Ich versuch's mal. So, hier hochstapeln. Gibt auf. So einfach haben wir dann doch gewonnen. Mich hat noch keiner besiegt. Du schuldest mir Geld oder den Gegenwert in Waren. Such's dir aus. Das Glück hat dich besiegt. Was hast du für Waren? Kann ich mir die erst angucken und dann das Geld immer noch nehmen? Zeig mir, was du hast. Guck mal. Ich kann dir Runen für Schwertaufwertung geben, eine Aufwertung für die Rüstung oder ein Schema aus meiner Sammlung. Schema aus meiner Sammlung. Ich kann dann nicht mal gucken, was ich hier kriege. Nee, da. Ich nehme lieber das Geld. Wer weiß, was ich von dir gekriegt hätte. Vielleicht nichts Sinnvolles.